Hallo liebe Zuschauer und willkommen hier bei Sandrock. Auch willkommen an die neuen Zuschauer hier vielleicht, die es hier gibt. Hier sind wir wieder, mein Time in Sandrock mit Fred, der sitzt hier oben, und Merle, der Ziege. So, wir haben hier noch eine wichtige Mission zu tun. Jawohl, gut, wir haben ja schon mit Fang, glaube ich, geredet. Wir müssen Blümchen zusammen sammeln. Guck mal, hier ist Sandy. Die es hier gibt, die sind für unsere Mission wichtig, um Ginger hier von ihrer Krankheit zu heilen. Sammle Klippenblumen. Für die Behandlung von Ginger ist eine besondere Art von Blumen erforderlich, die zwar selten ist, aber in den Klippen in der Nähe des Porsche-Tunnels gefunden werden können. Klippenblumen. Da sind wir schon nicht tausendmal vorbeigeritten, haben wir noch nie gesehen. Oder sind jetzt erst zum ersten Mal da überhaupt aufgetaucht, weil es für diese Mission ja wichtig ist. Ja, das kann natürlich auch sein. Eigentlich hat Unschuh heute Geburtstag. Oh, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Haben wir irgendeine Steine hier geschenkt? Warte mal. Muss mal gerade gucken. Das Geschäft ist eröffnet übrigens. So. Können wir noch ein bisschen Silber einsammeln? Okay. Müssen wir noch ein bisschen was hier verkaufen. Geht das Speer, das bringt noch mal ein bisschen was. Tomatenfisch. Wir müssen eigentlich genug Tomaten haben. Wir müssen mal nur dann noch Fische uns besorgen. Da haben wir auch genug von, können wir auch verkaufen. Unschuld möchte ein Eisenschwert und Schild haben. Naja, vielleicht wäre das sowas für so zum Geburtstag oder so. Ach Mist, da braucht man gehärtetes Leder und Manganstahlstangen. Haben wir natürlich wieder, aber nicht. Warte mal, wir haben noch hier. Genau, was ganz Simples machen, wenn er sowieso so Waffen mag. Was können wir denn herstellen, was jetzt nicht viel kostet für uns? Ah, wir haben keine Bronze. Zu wenig Zeug dafür. Das ist ja blöd. Fehlen uns Bronzeplatten. Fehlt uns eine Bronzeplatte. Könnten wir die machen? Das ginge. Akazienholz brauchen wir auch noch. Okay. Wie sieht es mit dem aus? Okay, wir brauchen noch Silber. Das können wir auf jeden Fall ausliefern. Okay. Na gut, das läuft hier. Gut, dann können wir ja mal gucken wegen der Blume. So, jetzt ein Rumeisen hier. Komm hier rüber. Ja, wir kommen jetzt hier drüber. Blümchen stürzt immer ab. Gibt's ja gar nicht. Das ja. Also. Das verwundert mich jetzt. Hier so viele Hühner. Na guck mal, da hinten endet der Regenbogen oder fängt an. Das ist bestimmt ein Topf voll Gold. Haha. Gold. Wir brauchen ja kein Gold hier eigentlich. Gibt's ja hier überhaupt nicht, die Währung. Was haben wir hier noch? Was haben wir da? Ach, hart. Na gut, können wir mal mitnehmen. So, sind diese Blümchen hier? Was haben wir da? Schwefel. Und noch eine Bergrose. Das ist aber nicht das, was wir suchen.
Die scheint da zu sein. Ich sehe doch keine Blumen. Ups. Oh, was macht der denn da? Wo? Alter Falter. Was machst du denn hier, du Vogel? Ich... Okay. Tut mir leid. Danke. Ja, ob da die Krawatte sitzt. Es ist ziemlich gefährlich hier. Ich weiß, was ich mache. Ach ja, das glaube ich nicht so ganz. Seine Medizin. Ich schätze, ich sollte nicht so sehr daran zweifeln. Wenn er sagt, dass er die Blumen braucht, um die Behandlung fortzusetzen, dann ist das Mindeste, was ich tun kann. Ach, jetzt will er doch helfen, oder was? Naja, Warst du schon immer so hitzköpfig? Ich versuche, das Leben meiner Schwester zu retten und entschuldige also, wenn ich ein wenig hitzköpfig bin. Ja, man kann es aber übertreiben. Du engst sie ja komplett ein. Die kann überhaupt nicht mehr atmen. Gerade dann in der Klinik. Ich hatte noch nie in meinem Leben so viel Angst. Ja, du. Du hast Angst. Du hast Angst um sie. Du befürchtest dieses und jenes. Und was ist mit ihr? Mein Verstand wurde leer. Ja, das kenne ich. Meine Hände hörten nicht auf zu zittern. Genau wie... Es ist schwer für mich, Ginger so zu erblicken. Ich werde jetzt gehen. Danke. Ich hätte noch was von Elsie, was er gekocht hat. Willst du das haben? Naja. Okay. Das ist aber ein Vogel, ey. Da unten ist ein Blümchen. Kannst du noch was? Wenn dir etwas zustößt. Ja, ist ja gut. Reg dich ab. Das Gelände hier hat mir einige großartige Anregungen gegeben. Ich muss einige Pläne bearbeiten. Das Gelände hier hat dir Anregungen gegeben? Du wirst ja fast abgestürzt. Was sind das für Anregungen? Paragliding oder sowas vielleicht. Ja, okay. Drachenfliegen, das wäre auch noch eine Anregung. Ansonsten. Okay, komme ich hier ran? Ja. Abstürzen. Das kann man hier. Okay. Die Leute in Porsche sind komisch. Gut, das nehmen wir mal mit hier. Klippenblume. Nie zuvor gesehen, das Ding. Aber okay. Ist noch eine. So. Null Erfahrung kriegen wir. Cool. Ist ja super. So, wir haben alle drei, ne? Nicht das Adler und der Sturm. Ob das so heißt? So, sprich mit Fang. Gut, dann haben wir das erledigt. Fang, wo haben wir den? Der läuft hier noch rum, oder? Alter und der Sturm. Nee, Adler heißt das. Da steht der Alter. Ey, Alter, ey, was fliegt da oben, ey, Alter? Und da ist ein Alter. Ach nee, ein Adler. Okay. Hier steht echt Alter. Ich hab's noch nicht gesehen. Alter und der Sturm. Oh, Jesus, Maria. Oh, Alter. Ja, euer Vater. Würde der Franzose jetzt sagen, der Österreichische spricht, dann würde ich mal sagen, vielleicht sollte man das mal melden. Es gab, glaube ich, auch noch irgendwo so eine Umfrage von Pathia Games wegen Übersetzung und sowas. Müsste man so ein Beispiel mal reinschreiben. Gut, das ist halt, wenn so... Na gut, sowas kann natürlich mal passieren, so Schreibfehler, aber bei manchen Übersetzungen muss man sich auch fragen, ob da ein Muttersprachler mal drüber geschaut hat. Ich glaube nicht. Man kann aber nicht alles immer nur mit KI oder automatischen Übersetzern machen. Das merkt man meistens auch schon an der Satzstellung, dass das meistens Bullshit ist. Aber gut, es gibt auch genug Spiele, die überhaupt keine Übersetzung haben. Alles nur in Englisch, das finde ich dann auch wieder scheiße. So, hallo Milka! Nee, oder wie war das? Sabro Vivre. Ja, und hier. Was machst du denn hier? Ist schon eine Weile her, seit ich hergezogen bin. Ich überlege, meine Eltern einige Spezialitäten zu schicken. Ja, warum sind die nicht mal vorbeigekommen? Und auch mal schön die kennenzulernen hier. Hey, und schon, was machen die Steine? Ja, Wilson habe ich schon kennengelernt. Sie hat mir auch schon alles Gute gewünscht. So, wir müssen dir noch was schenken, mein Freund. Hey, hübscher, was ist hier los? Miau, miau. Ah, okay, Hauptsache ist alles in Ordnung. Könnte ich auch jetzt knuddeln, oder? Ja, ah, stimmt. Guck mal, hier mein kleiner... Oh Gott, bist du schwer geworden. Puh. Ja, da, das Gewicht des Gesetzes. Hm? So, okay, wir haben den Hilfsschlauch geknuddelt. Ich hoffe, das ist nicht strafbar.
So, okay, Fang ist da. Reicht das denn nicht einfach mit dem Quatsche, oder? Ein Koko fliegt hier noch rum. Ups, ich hänge fest. Hilfe. Uah, nicht ins Wasser fallen. Dann saufen wir direkt wieder ab. Mach die zwei da. Hallo, du da. Du musst Burgess sein, der lokale Minister. In seinem Brief hat mein Bruder mir alles über dich erzählt. Hatte das? Er wählte mich vor dir. Jetzt weißt du sogar meinen Namen. Oh, Peach. Deine Lieder sind großartig. Du hast unglaublich viel Erfolg, Talent und Einfluss. Vielen Dank, freut mich, dass du Spaß an meiner Musik hast. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich deinen Song das erste Mal auf dem Grammophon hörte. Es war einfach herrlich. Du hast ein Grammophon, ist ja Hightech. Wow. Und außerdem bist du auch noch sehr nett. Naja, es geht so, ja. Okay. Moment, wo ist denn Fang jetzt? Hier? Ach da. Was denn da? Kaufst du auch ein oder verkaufst du was? Ich danke dir. Das sollte reichen. Ja, jetzt red mir nicht immer in die Backe ab, Mensch. Das ist auch... Mein Gott, das ist ein Schwätzer. Okay, dann gehen wir mal weiter. Wir haben noch was zu tun. Wieder kauft oder verkauft ihr was? Habe ich auch noch nie gesehen. Okay. Ja, schön, dass es noch ein paar neue Animationen vielleicht hier gibt, ne? Um das Ganze ein bisschen lebhafter zu machen. Hey, oder? Was macht meine Schwester hier so? Okay. Sehr. Ja, Trudi ist wieder am Klatschen. Ich höre es schon. Auch eine komische. komische Art. Da ist er ja wieder. Oh, Mann, wir müssen hier noch was schenken. Komm nicht über den Zaun. So. Haben wir hier schon was? Zap. Okay. Dann basteln wir noch eine schöne Schwert-Schild-Kombination. Ich glaube, dann haben wir ein super Geschenk für ihn. Weil lose Steine können wir mir da nicht einfach so schenken. Na, wo waren das jetzt? Eisenschwert. Bronzeschwert. So, was können wir machen? So, das ist relativ fix fertig. Wunderbar. So, was haben wir noch im Repertoire? Das Ding müssen wir noch machen. Dann brauchen wir noch... Oh, das ist fertig. Das ist auch fertig. Das brauchen wir noch. Okay. Hm. Ja, die kann ich nicht machen. Gut, was braucht man noch jetzt für das andere? Das habe ich schon wieder vergessen. Ach ja, da brauche ich Leder. Gehärtetes Leder, genau. Kann ich mal maximal... ich habe nicht mehr so viel Salz. Gut, machen wir dann halt das Notwendigste. Dann haben wir das schon mal. Nemo, was machst du denn hier? Kleiner... Kleiner treuer Freund. So. Ah, Zauberspiegel ist auch hier. So, überrasch mich. Was gibt's morgen für ein Wetter? Okay. Was? Ich brauche Make-up? Nee. Ich bin gut aussehen und jung. Was soll das? So sieht es bei euch aus. Harvey, Edna, die Ohren sind noch dran. Okay, wie sieht's hier aus? Hm. Warum habt ihr keine Tomaten? Hm. Die kann ich mehr drin? Ja, okay. Mal ein bisschen was nachfüllen hier. Könnten wir mal wieder ein bisschen Dünger machen. Fleisch haben wir eigentlich relativ viel, oder? Interessant. Aber reichlich Milch. Hey, hey, hey. Na, Tomaten, Kartoffeln habe ich echt nichts mehr. Okay. Da müssen wir mal schauen. Ups, was unsere Plantage hier so sagt. Na, die Kartoffeln sind alle reif. Mehr oder weniger. Die Wüstenpilze brauchen noch ein bisschen. Okay. Noch ein bisschen Dünger anschmeißen hier.
So. Dann holen wir uns noch ein bisschen Kartoffeln. So, die sind alle fertig. Schrapp. 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 Und die auch. Schrapp. Die brauchen alle noch. Okay. Wasser, ein bisschen Samen, Dünger haben wir jetzt nicht. Haben wir noch irgendwas, was sich hier lohnt zu pflanzen? Ja, viel Kartoffeln haben wir jetzt auch nicht mehr. Gute Melonen könnte man normal machen. Brauchen wir hier so eine Reihe. Wir haben ja noch was. So ist es nicht. So, können wir noch gebrauchen? Nashornhorn. Ja, ab und zu wird das ja auch gefragt. Könnte man auch mal machen. So, machen wir mal einen größeren Bereich. Dann haben wir da auch mehr von. Sonst noch irgendwas? Brauchen wir nicht. Haben wir nichts. Diese mysteriösen Blumensetzlinge haben wir auch noch nie gehabt. Wo kommen denn die her eigentlich? Komisch. Naja, okay. Mysteriöse Blumensetzlinge. Ups. Ich kriege die ja von hier und so. Na gut. So, ist das Ding hier fertig gebaut? Nee, noch nicht. Hm? Ach, steht's, noch nicht abgeholt worden. So, komm. Dann schenken wir das hier Unschuhe. Dann haben wir da auch was Schönes für ihn. Gucken, wo er hier rumläuft. Wenn ich eben hier. Tourist. Hey, Ugo, geht's so? Okay, ihr solltet euch doch nicht streiten. Das ist doch nicht gut. Hey, Andy, machst du viel Unsinn? Hey there. Ich habe in letzter Zeit das Springen geübt. Ich denke, ich kann mal den Boden des Wasserturms berühren. Im Kopf? Oder was? Okay. Ja, mach ruhig, was du möchtest. So, Tourist und Schabernack. Guck mal, für den hat noch nicht mal Namen gereicht. Aber ja, das ist. Wir haben schon per Zufallsgenerator einen Namen bekommen. Da hat man schon geschafft hier. So, was ist denn? Ah, hier oben. Sich wieder umgezogen. Heute das rosa Outfit. Sehr schön. Ja, du genießt dein Leben, ne? Schön, Brauchpost zu sein. Danke. Ja, wenn er sich mal was in den Kopf gesetzt hat, ne? Wissenschaftler. Da war das hier so eine Musik innen drin. Noch nie aufgefallen. Okay. Ich habe mir die Werke über die Paralleluniversumstheorie angesehen und sage mir einfach, dass ich mich glücklich schätze, in diesem Universum zu sein, denn es enthält diese Version unserer Gemeinschaft, die ich für unbezahlbar halte. Und wahrscheinlich auch diese Version von Chi, die du am genialsten hältst, nicht wahr? Na gut. So, den haben wir. Haben wir schön ein bisschen Geld. Muss ja auch ein bisschen Lohn hier für uns. Den Strich hier der Handwerker. So, Merle. Okay. Das muss ja nichts Unschuh, verdammt. Wir müssen sie noch finden. Hier ist Justice. Komisch, hier ist gar kein Marker. Jetzt bin ich wieder zur Klinik. Scheint nicht. Sandrock ist wie ein Ort, der direkt einem Film entstammt. Es ist eine üppige grüne Oase inmitten einer weiten, sandfarbenen Wildnis. Hey, ich habe gerade diese geniale Idee. Wie wäre es nicht toll, hier ein Musikfestival zu veranstalten? Ja, gerne. Dann können wir auch eine gewisse Penny einladen. Die würde da gerne mitmachen, glaube ich. So. Schauen wir mal. Hey, Laurel. Ist hier nichts? Echt nicht?
Nö, nee, sieht nicht so aus. Okay. Na, hier ist Justice. Da ist Unschur. Wo ist der denn? Ach, der ist da in dem Tunnel, ne? Na gut, ist egal. Gehen wir mal kurz hier rein. Ich könnte so tun, als wäre mit dem Jagdmel Staubsaugervertreter. Jagdmel Technologies. Hallo, Herr Fang. Haben Sie schon einen Staubbläser 4000? Beware of Sunstroke. Okay. Dann nicht. Hey, Gingy. Okay, liegt hier so mit offenen Augen. Ja, sie ist unheimlich. Okay. Was ist das hier? Gingers Tagebuch. Ich habe heute ein Telegramm von Vater bekommen. Er sagt, dass es in Sandrock einen erstaunlichen Arzt gibt, der mich heilen könnte. Ich habe mit Gast und Dr. Schuh gesprochen und wir haben beschlossen, so schnell wie möglich dorthin zu fahren. Onkel Russo meinte, dass es in Sandrock sehr heiß ist und dass es Sand gibt, soweit das Auge reicht. Darum heißt es ja auch Sandrock. Aber es hat sich in letzter Zeit sehr verändert. Jetzt heißt es Grasrock. Und ich bin gespannt, wie es jetzt sein wird. Er hat mir eine Kamera gegeben, damit ich viele Fotos machen kann. Okay. Wo, hat aber auch nie Fotos gemacht, oder? Die kam ja noch nie aus dem Bett raus. Wie gesagt, ihr Bruder hat es ja auch nicht zu irgendwas gelassen hier eigentlich. Muss man ja auch mal sagen. Im Fangsbücherregal stehen viele medizinische Bücher zu verschiedenen Themen. Ein Titel sticht besonders hervor: Geschichte des Medizinstudiums, die in den freien Städten verboten ist. Verboten ist ein Geheimwissen hier. Oh. Kommt er denn daran? So, Merli, wir müssen jetzt mal gucken, wo wir Unschuld hier finden. Ihm endlich sein Geburtstagsgeschenk geben können. Der liegt doch eben hier oben. Wo ist denn der jetzt schon wieder? Mario. Hier ist Cooper. Wo läuft denn der rum? Da oben am Tempel ist der. Okay. Mal sehen, ob wir den kriegen. Bevor der wieder abhaut. Wir können natürlich den Bus nehmen und schnell wieder nach unten. Verfolgungsjagd nach Unschur hier. Nee, schöne Rosen. So, da sind wir ja. Hey, Unschur! Du hast Geburtstag, My best friend. So, ich habe was für dich, nicht nur für Wilson, sondern für dich vor allem. Moment, warum ist denn hier Schwert hier in Dingsbums? Da, bitteschön, viel Spaß damit. Thanks a lot. Plus 12, danke, dass du an meinen Geburtstag gedacht hast. Jetzt ist der Gedanke, der zählt. Plus 12, hallo, willst du? Jetzt habe ich ihn weggesaugt, mein Gott, Unschuhe ist weg. Ich habe nichts gesehen. Okay, Merle, wir hauen ab, wir müssen noch... mal so ein bisschen Spuren beseitigen. Okay, ich hoffe, Captain und Justice sind nicht sauer. Hey, Miguel, du hast nichts gesehen. Hallo, Savo, Vivre, oder wie heißt der? Okay, Peck, Gregory, Riff, Sheriff, Pablo, Tisch, ich deck dich. Naja. So, hier haben wir noch was. Na, wem können wir jetzt noch was hier abgeben? Ah, Justice. Ach, da ist er hier wieder. Ah, Unschuhe. Wie bist du aus meinem Staubsauger gekommen? Hey! Justice, her mit der Kohle. Bitteschön. Mit dem wir die mit dem Zeug da machen. Jetzt rennt er weg, okay. Hey, Unschuh, du siehst so sauber aus. Ja. Nun gut. Dann haben wir das auch. Das war jetzt komisch. So, aber hier ist echt nichts, ne? Dann ist die Mission jetzt irgendwie beendet. Ist der Ginger jetzt gehalten? Ne, die liegt ja noch da. Also müssen wir mal abwarten, was passiert. Ups. Meh. Okay. So, Benjo, was machst du denn hier? Miau. Du hast nichts zu tun, das ist schlecht. Dann checke ich dich nämlich jetzt wieder rum. Sobald du nie vor dem Chef rumstehen und so tun, als hätte man nichts zu tun. Immer einen Zettel in der Hand und so tun, als müsste man gerade irgendwas aufschreiben oder so. Das war schon vor 25 Jahren. So, bitteschön. Ich will hier verkommen gehen. Gut. Achso, was brauchen wir noch? Brauche ich hier noch eigentlich für die... Manganstahlstangen lassen, ne? Ich glaube,
Das brauche ich noch für das Ding. Ja. Okay. Gut. Und Zauberspiegel. Find's aber auch nie was. Okay. Zuweisen. Da brauchen wir, glaube ich, nichts ändern. Scheint ja zu funktionieren, soweit. Aha. Die hat auch die Tiere gestreichelt. Sehr gut, sehr gut. So, kann ich jetzt hier noch was reinlegen? Die Tomaten, jawohl. Die können wir da reinschmeißen, die Kartoffeln auch. Okay, ja, die nehme ich mal so für unterwegs als Geschenk mit. Habe ich hier noch Dreck? Brauche ich jetzt nicht rostige Roboter? Nee, ja. Okay. Die Windeln sind voll. Gut, das habe ich auch. Wunderbar, dann könnten die Tierchen jetzt ja mit ihrem Futter auskommen hier. Ich schnarche schon wieder die zwei. Ja, sehr gut. Sieht hier aus. Oh, hier sind noch Kartoffeln drin. Ja. So, gucken wir mal, was Kind und Frau machen. Gecko ist noch nicht zu Hause. So, Sandy. Ups. So, wo ist er denn, der Kleine? Wo ist er? Sandy? Wo ist er denn? War Gugu? Ich fühle mich so weary. Was? I'm heading to sleep now. Ja, sie geht schon ins Bett. Hä? Wo ist sie denn? Sie? Stimmt? Ja, Sandy. Kannst deine Mutter jetzt nachmachen, oder was? Ah, wie bist du überhaupt hier runtergekommen? Okay, na gut. Kann ich dir noch was schenken? Habe ich das noch nicht gemacht? Okay. So. Mal schauen. Das habe ich auch noch. Kann man denn für dich noch was zum Spielen? Komm, wir werden Jagdmannhorn. Dann kannst du drauf rumkauen. Schon mal ein bisschen üben, wie das so ist. Später als Jagdmannboy. Oder so. Krabbelt er hier rum? Geht er nachher in den Teppich verloren? Ich kann ja später auf so ein Jagdmannbaby reiten. Das wäre natürlich auch süß. Wo ist er jetzt hin? Wo ist denn Elsie jetzt eigentlich gewesen? Sich unsichtbar machen? Oh, guck mal, der ist brav im Bett. Hat sich, beamt sich selbst im Bett. Was ist das für ein Kind? Elsie auch. Was ist hier los? Na gut, dann machen wir das. Machen wir halt mit. Wenn die zwei das können, kann ich das auch. So. Okay, Rocky, ja, schön. So, was haben wir jetzt? Elsie, ein Kind hat Hunger. Ja. Der ist wieder weg. Gut. Dann müssen wir das wieder machen. So, warum klemmt dieses Ding da am Kind? Ich weiß nicht. So, das haben wir. So, ups, jetzt hat er wieder Perspektive. Okay, wir müssten mal saugen. Was? Let's charge up. Like a yak. Okay. Mit wem redet ihr jetzt? Wo ist die? Wo ist die überhaupt? Okay. Na gut, dann nimm mal so ein Spielzeugfrosch, weil ich das über. Elsie. Okay. Immerhin. Dann haben wir das auch. Ja, dann spielt ihr zweimal ein bisschen miteinander. Nicht in, in die Krippe laufen. Oh Gott. Ich kann es mir nicht mit ansehen. So. Wir sind jetzt so schnell hier runtergekommen. Hallo? Also, wenn Sandy hier rumkrabbelt, machen wir wenigstens mal den Teppich sauber. Ist ja sonst unhygienisch. Soll das Jugendamt sagen, wenn er mal kommt. Was ist denn hier los? Was ist mit Chi passiert? Wieso hast du wieder umgezogen? Ist es zu kalt heute? Someone told me idle chatter is expected of. Ja, Leerlauf in der Prachtuniform. Okay, ihr seid ja merkwürdig, Leute. Nein, Heidi, ich komme heute nicht zum Spielen raus. Okay, gehärtetes Leder. Haben wir. Können wir dann hier unser Werkzeug dafür. Justice beenden. Ja, gut, das läuft. Sehr schön, sehr schön. So. Also, ich stehe auch untätig rum. Wunderbar. So, wie sieht's aus? Mission haben wir
keine bekommen. Das heißt, ich endi Geburtstag. Dann haben wir Sandschlittenrennen. Das heißt, wir könnten jetzt rüber zu fangen und gucken, was da los ist. Gut. Dann werden wir in der nächsten Folge mal gucken, wie es hier Ginger geht und ihrem grummeligen Bruder. Wir sind gespannt, wie es hier weitergeht. Ich hoffe, ihr auch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Lasst gerne ein Like da und bye bye. Wow, hier war es echt dreckig.